dir Deckung. Ja, mach ich grad. Mit Rauchgranaten und Zeug. Wow, was ist jetzt los? Wo schießen die denn? Weiß ich nicht. Ich sehe ja nichts. Wo ist denn der? Wie kann. Der schießt doch aus der Kiste raus. Was ist denn das für eine Scheiße? Der schießt doch durch die Kiste durch. Das ist doch Verarsche. Was ist denn der? Was ist denn? Das ist doch unglaublich. Er ist doch gar keiner. Ihr verfickten Idioten von Programmierern. Na? Hä? Der ist doch keiner. Hä? Wie kann das sein? Vielleicht sollte man hinten rum. Dann geh halt hinten rum, ich bin jetzt durch. Ich habe keine Ahnung, was ihr da wieder zusammen programmiert habt, die Vollidioten. Muss ich nicht. So viel Dummheit auf einen Haufen. Ich schmeiß jetzt irgendwas raus, nehme auch mal so Gewehr mit. War das. Komm raus. Fallen lassen. Ja, wo dann die jetzt hin? Oder? Ich wüsste, was jetzt da meine schwächste Waffe ist. Auf jeden Fall eine Möglichkeit herumzukommen, ohne sich mit denen anzulegen, scheinbar. Ja. Ich glaube, das ist die schwächste. Nee, obwohl das 843 da. Weg damit. Warum mache ich die hier? Da habe ich wenigstens eine mittelschwere so. Und so wie viel Schaden macht. Achso, das stimmt ja, die kann man gar nicht vergleichen, weil du ja ganz andere Werte angezeigt kriegst im Schusswach. Ich weiß, das drauf geschissen ist. Du redest mir bloß darum, dass ich mal für Notfall eine Waffe habe. Jetzt. Jetzt auf immer. Ach! Wenn ich mal Harpune verwende. Aber jetzt auf einmal ist er aus der Wand raus. Ja. Die blöde Sau. Haben uns wieder beschissen. Und es ist nicht nur einmal die Schweine. Das ist jetzt eigentlich so wenig Pistolenmunition. Überall liegen Pistolen rum. Ah, da sind immer Pistolenmunition. So. So, jetzt ist bei dir auch alles so verschwommen. Ja, weil da überall so ein blöder Nebel ist. Das ist ein ganz blöder Effekt. Da ist auch noch eine Schrotflinte. Dann lass mal so Zeit. Mir langt, glaube ich, die Ene. Im Notfall mal. Das geht ja bloß, wo man nicht blöd hinten dran stehen muss und warten muss. Ich melde auf jeden Fall, ich melde auf jeden Fall Bedarf, dass ich als allererstes alle Munition nehme. Soll ich das sagen, warum? Ja, ja, logisch. Weil ich höhere Ausbeute habe. Es geht mir nicht darum, dass ich irgendwer mehr schießen will, sondern es geht mir rein darum, dass ich höhere Ausbeute habe, wenn ich Munition einsammle. Ja, ist so in Ordnung. Kein Problem. So. Ich hab glaube ich immer noch Schmuggler, oder? Kann das sein? Ich, ja. Die müssen alle tot sein. Obwohl, da sind noch welche. Was sind sie? Oh, der ist tot. Ja, ich seh den, ich hab seinen Arm gesehen, jetzt hat er seinen Arm nicht gekriegt. So, der ist auch tot. Pass auf. Das ist für dein Tod.
so tot. Da ist noch einer. Spiel erledigt. Da müssen noch mehr sein. Ja, noch einer erledigt. Mann, Omega, bist du gut. Bist du die, bis ich die sehe, hast du sie schon dreimal gesehen. Ja, aber das ist einfach, wenn du viel Ego-Shooter spielst, da bist du es ja gewohnt, dass die hinter jeder Ecke rumstehen und zurückschießen. Da ist Gewehrmunition. Sehr gut. Mal gucken, ob ich so Eis sammeln kann. Ah, ne, ich bin voll. Kannst du nehmen. Ne, ich bin auch voll. Okay. Wenigstens haben sie genug rumfliegen somit. Oder ja, okay, aber wir verschwenden ja nicht wirklich viel. Nee. Wenn du da wild rumballerst und nicht wirklich was triffst, dann wäre das natürlich was anderes. Oder so Inselführer. 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 Mein Führer. Mein Inselführer. Oh ne, der war nicht gut. Der war überhaupt nicht gut. Lass es lieber bleiben. Ich kann da nichts für. Die können ja nicht einfach das Zeug Führer in Deutsch nennen. Da müssen sie es halt Inselguide nennen. Eigentlich schon, ne? Aber soll ich was sagen? So ist es im Englischen. Ja, aber Guide ist doch eingedeutscht, ne? Der Guide. Das sagt mir auch nicht der Führer, wenn du auf so Reiseding bist. Ist auch der Guide und nicht der Führer. Das hört sich im Deutsch einfach so falsch an, wenn du sagst, ja, wir gehen jetzt mal dem Führer nach. Maybe there's something in here. Und dann gucken wir mal, wo uns der Führer als nächstes hinführt. Das ist nicht so gut. Ach Gott. Was ist denn der Gott? Doch wahr. Ich glaube, das haben wir so ziemlich, ja. Ich glaub's auch. Ah, Pistolenmunition ist auch voll. Sehr schön. Kann ich erstmal wieder die verwenden. Soll ich aber aussehen. Snack aufgenommen, ist auch drauf geschissen. Wo kommen wir jetzt eigentlich langsam hier raus? Ich hoffe. Also auf jeden Fall eine riesige Bunkertür. Ja, mach ich mal die riesige Bunkertür auf. Suche nach einem Schlüssel. War ja klar. Hallo! Ja. Yeah, but it's locked. Had to lower aber ja, the aber die Schmuggler haben wahrscheinlich den Key. Look around. Maybe one of those dead smugglers has a key. Let me know when the door's unlocked. Wieso stehen da? Hä? So. Vorsichtshalber mal erledigen. Oh oh. Ja. So, der ist tot. Der ist auch tot. Waren das nur zwei Ziele hier drin? Scheint. Ja, waren nur zwei. Oh Gott, jetzt habe ich auch einen Heil LP. Batterien, was mache ich denn mit einem Haufen LP? Was ist denn da unterm Bett? Ich sehe ganz genau, dass da was unterm Bett ist. Alkohol oder was? Ich komme hier ran. Ich komme nicht ran. Da, Alkohol, ja. Das sieht was hast du unterm Bett versteckt? Das sieht man schon, dass unterm Bett was ist. Da sind schon mal die Generale. Hey, hallo. I made it. I'm heading outside. So, öffnen. Drohnensaft. Da sind wieder Waffen und Zeug. Schrotflinten und da sind zwei Kisten, Einbrechen 2 und Einbrechen 3. So, erstmal eine bessere Schrotflinte aufnehmen. Oh, spannend ist drin. Oh ja, das eine ist gelb, das kann man auf jeden Fall teuer verkaufen schauen. Ja, dann schmeiß ich mal schnell was weg. Ich ja. Den Clownhammer kann man bestimmt auch teuer verkaufen, beziehungsweise könnte sogar was sein für mich. Ja, die kann man auf jeden Fall beide teuer verkaufen, das Zeug. Aber das ist jetzt all dieses Scheißspiel. Ich will jetzt falsch aufkommen. Nee, ich will nicht vergleichen, will. Oh, du blödes Mistteil. So, und ich will zum Beispiel das hier fallen lassen. So. Habe ich jetzt endlich das Ding mit ihm? Danke.
Wunderbar. Geheimakte. So, jetzt müssen wir wieder zurück, so wie es aussieht. Hast du die Wittermod da gesehen? Ja. Ja. Perfekt. Haben wir alles, denke ich. Ja, die Secret Files hast du auch? Ja, die Secret Files habe ich auch. Gut, da haben wir alles. Dann können wir weiter. Obwohl die nicht so wichtig sind eigentlich. Ja, das ist sowieso nicht, aber Daten tut's auch nie. Ja. Jetzt ist diesmal ist in dem Raum gar nichts mehr, das gibt's ja gar nicht. Ja. Da hätten sie sich doch einen Scherz erlauben können und hätten die Zombies, weißt schon, so hätten da Zombies reinsetzen können, weil du hast die Schmuggler getötet und tote Menschen werden zu Zombies. Naja, wurscht. Hauptsache wir sind durch. Was landen wir jetzt? Ja! We did it! Thank God! I didn't think I'd ever see daylight again. Mate, are you okay? Shit, what happened to you? Somebody pushed me. Er wurde gebissen. What happened? Who pushed you? Stay away! What the hell is that? This? That fucker. All of us in danger. What? What is it? Oh, shit. What? He's gonna turn. Maybe we can restrain him. Oh, God. No. There's nothing to be done. I knew he was bitten, so I pushed him. What? What the hell were you thinking? He was already lost. You would have left him behind. But I had to know what that mutagen would do to someone who was infected. Oh my oh God! My. What the fuck? Jesus! Look at him! Oh. Ich denke, das ist so laut. So, das Scheißding ist mutiert. Hallo? Was denn? Wo sind wir denn jetzt? Und wo ist dieses Monster hin und so? Naja, das ist da vorne, du... Ganz ruhig. Der ist doch da lang gestolpert und ist dann da unten... Da unten, guck, da unten ist er bestimmt eingesperrt. Guck! Guck, hörst du? Okay. Jetzt haben wir erstmal Friedensfreude Eierkuchen, also sei lieber froh, dass Frieden ist, oder? Ja, okay. Erstmal den Scheißdreck verkaufen. Das klappt. Das brauche ich nicht mehr. 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 Das muss man aufheben. Na, warte mal. Aufschaltender Klagehammer. Ah, ich glaube, den hau ich weg. So, brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Sieht es doch hier schon wieder besser aus. He gonna kill us all. Ja, ist doch schön, wenn er uns alle tötet. Da unten gibt es irgendwo Belohnung, habe ich gesehen. Ja, das wird die Schrotflinte sein. Dann stellt sich als nächstes für mich die Frage, wie wir zum Doktor zurückkommen. Wieder durch den Tunnel durch. Oh mein Gott. Wayne! Inventory. Nö, irgendwie doch. Geh nach Tunnel. Wir müssen nicht nochmal durch den Tunnel durchlaufen, oder? Natürlich, auf jeden Fall, aber klar doch. Können wir da nicht irgendwo schnell reisen dann? Bestimmt. Du musst halt dann so einen Schnellreisepunkt einfach nur finden, dann würde es schon klappen. Ja. Oder sehen wir automatisch durch den Tunnel durch, wenn wir zum Tunnel hingehen? Das glaube ich eher nicht. Ja. Das ist ja wurscht. Wir machen jetzt erstmal die Mission weiter und dann die können wir irgendwann abgeben oder wir geben sie gar nicht ab. Ist eigentlich wurscht. Was gab's denn dafür? Weiß ich gar nicht mehr. Golfschläger, Golfschläger. Golfschläger gibt es als Belohnung, also das ist alles so tragisch. Also wenn wir sie abgeben können, können wir sie abgeben, ansonsten halt nicht. Wayne? Verdammt, das haben sie gut gemacht, da hast du vorhin noch nicht einmal eine scheiß Schussposition.
Und eigentlich habe ich jetzt Kopf, dass ich noch von hier oben aus erledigen kann, ohne dass es irgendwie auffällt. Warum ist denn das so Rohr zum Drehen? Hat das irgendwas zu bedeuten, dass man da irgendwie das drehen muss? Wo siehst du das? Da, hier. Oben. Dann dreh halt. Nein, ich komme jetzt noch nicht ran. Da unten ist das. Ich meine bloß, dann als Idee, ob wir das drehen müssen, damit wir da einfrieren oder so. Wahrscheinlich, oder wahrscheinlich Hitzesturm oder Hitzesturm. Oder, ich hab keine Ahnung, dieses Blech, das sieht fast so aus, als könnten wir das verfahren, oder? Nee. Nee. Jetzt müssen wir mal. Ja, müssen wir gucken. Auf jeden Fall hier runterspringen, oder? Meinst du? Ich glaube schon, du kommst doch hier nicht durch die Tür durch, oder? Ja, da müssen wir wahrscheinlich reinhüpfen. Traust du dich? Ja, schon, aber ja, ich hüpf mal. Vielleicht kommt Pina zu dir hingelockt. Wayne? Ich hab's da mal schnell aufgedreht, ja. Da kommt, da wird er angezündet. Das macht das besser! Wahnsinn, hat der gelebt. Vorsicht, da kommen Zombies. Oder ich mach die Zombies. Scheiße, wenn mein Ding nicht, meine Ausdauer nicht weg wäre. Vorsicht, von hinten sind Zombies. Ja, das hast du direkt an der Karte. Und das war das Karte, was du nicht hast. Shit you in your pen. Ich kümmere mich am besten um die Zombies. Du magst den Groß. So lange neue Zombies nach, bis wir den glaube ich getötet haben. Wahrscheinlich. Oh shit. Boah, scheiße, ich muss hier weg. Boah, war knapp. So, damit ist der I. Alpha Mail 1 von 2, das heißt sowas muss man öfter besiegen. Okay. Ja, das kann schon sein. Aber sie haben Gott sei Dank nicht endlos Zombies nachspawnen lassen, was ich erst gedacht habe. Dann wissen sie nur mit dem Scheiß beschäftigen, kommst du gar nicht richtig zum Boss. Wir müssen wissen, was wir dealing with. If the infection spreads beyond these islands, the entire world is fucked. You're not gonna change too, are you? Someone has to find the road to Henderson. Achso, ja. Ja, okay. Passt schon. Dann muss ich jetzt mal gucken, wo ich eine Werkbank finde. Ah, da ist eine. Hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen. Wolltest du irgendeine rasche Schrotflinte, Blau? Ich hab doch selber. Achso. Die rasche Schrotflinte. Hau ich die weg. Ich muss jetzt nur das starke Brecheisen irgendwie, aber ich brauche erst, muss ja Stufe 46 sein, muss ich erst ein Level aufsteigen, wo ich die benutzen kann. Nun ist doch ein Werkbank, da kann ich trotzdem mal schnell mein Zeug reparieren. Das wird nämlich nie schaden. Vielleicht kann ich trotzdem schon die Dinge upgraden. Ja, ich will schon mal upgraden, vielleicht kann ich auch schon modifizieren.
Und kann die instant einsetzen. Das will ich auch mal updaten. Da kann man jetzt selbst Giftbomben bauen. Auch. Ja. Bomben bauen? Kann man eigentlich mal Munition verbauen? Ja, das wäre auch mal cool. Sag doch, glaub ich eigentlich. Man konnte doch im ersten Teil, habe ich doch gemeint, man konnte doch da, sag ich sagen. Ja, ja, aber da musst du zuerst den Bauplan für finden. Ja. Und beim ersten Teil war ja die Pistolenmunition im Police-Ding drin, wo du nur über die eine Nebenmission mal zufällig dran vorbeigerannt bist oder irgendwie sowas. Ja. Und wenn du bereit bist, können wir den ansprechen. Ja. You really need to get moving. Okay, ich muss mich bewegen. Wir kriegen ein chinesisches Kriegsschwert. Na toll, ich freue mich. Watch your back. We'll join you once you've cleared the way. Ja, damit sagen wir was abschneiden darf. Nein, ich will eine Cutter. Wenn du die Cutterin hättest, wäre es ja cool, aber. Ja, wenn wir zu dritt wären. Wenn wir zu dritt wären, ja. Wo ist unser dritter Mann? Das wir haben noch eine Ecke frei. Das sieht man von da gar nicht mehr. Pick up the damn radio! Stimmt. Können hier noch einen mit reinhauen. He got drenched in those fucking chemicals and then he mutated. What the fuck is going on, Kessler? Is that gonna happen to me? Problem ist, das nützt ja nicht mal, wenn du irgendwie. Oh, wir müssen uns klonen lassen, aber ich glaube, selbst der Klon muss erst aufwachsen. Bis der aufgewachsen ist, das ist ja viel zu spät. Keiner will mit uns spielen, wir sind zu aggressiv. Based on a person's genetic makeup and other factors. What was your exposure level? What about fumes? Did you wear a mask? How much of it did you breathe in? I don't know, all of it. Why didn't you say something about a mask earlier? Exposure at any level has the potential to be dangerous. But since you have not already been adversely impacted, the fumes must not have been enough to trigger a large-scale mutation. I'm afraid to say that I have to study this further before I can draw any conclusions. In the meantime, watch for anything out of the ordinary. I will let you know as soon as I learn anything of interest. Don't hang up, Kessler! Kessler? Fuck! Vielleicht finden wir den ja auch wieder, vielleicht ist er ja umgezogen. Naja. Vielleicht. Mal jetzt bin ich hier auf. So. Hast du schon wieder Drogen zu dir genommen? Ich hab's genau gehört. Welche Drogen? Es ist die gespritzen. Nein, das finde ich sau lustig in dem Spiel. Wenn jemand was isst, dann hört sich das für einen anderen Spieler an, als spritzt er sich gerade so ein Hilfspaket. Das finde ich irgendwie total lustig. Sowas aber auch. Wo sind wir jetzt lang? Alter Schwede, guck mal die Scheiße hier an. Hm, die haben ordentlich aufgeräumt auf jeden Fall. Da lebt glaube ich noch irgendeiner. Hörst du das irgendwas? Ja, ja, da vorne sind sie. Okay, hurt to take a look. Oh. Hä? Mach ich halt so. Heute schon gesplitterte Köpfe gehabt. Ey, das, wenn sich jemand das Let's Play anschaut, Let's Hand anschaut. Man würde auch so denken, ja, was für ein Hunks. Der eine steht bloß hinten dran und macht gar nichts. Und der andere rennt vorne raus und ist hinten klitzeklein im Bildschirm drin. Weil ja meiner der Hauptausschnitt ist. Also du änderst es mal. Also wir wollen tauschen, das kann ich auch mal machen. Ja, guck mal, vielleicht ist das vielleicht eine Überlegung wert, weil ich weiß nicht, bei dir ist glaube ich mehr Action wie bei mir. Das ist nett. Na, so. Oh Mist, ich war auch schon tot. Ich suche schon immer extra irgendwie Nebenwege, damit ich ein bisschen Zombies abluchsen kann. Wieso höre ich einen? Ach, da ist einer.
So, du Freund, quest Mia. Mia allein. Bist du jetzt glücklich? Ja. Ich hab endlich mal wieder ein Zombie geschlechtet. Aber ich bin ganz froh, dass wir aus diesem blöden Tunnel raus sind. Ich sehe endlich wieder was. Er sieht etwas! Oh mein Gott. Wir müssen uns da jetzt lang. So, alles verbrennt. Ja, ich hab's mir auch gerade überlegt. Wahrscheinlich müssen wir es irgendwie löschen oder so. Oder auf irgendeiner Dachnaufen über irgendein Dach dann runter. Kann auch sein. Ach, du lebst auch noch. So. Gut. Ah, hier habe ich Einbrechen 3. Kannst du Einbrechen 3? Natürlich. Bin voll ausgebaut. Da noch frei. Will ich schon mal, was ich nicht skillen muss. Weil ich hab's nicht auch. Mein vielleicht müssen wir auch außen rumlaufen. Weil die sind gerade gekommen, weil da hinten ging es dann noch weiter. Ja, stimmt. Hat echt Zeit. Vor allem irgendwie kommt wieder der Strand der Bekannte. I bet that's Henderson on the other side. Ja, auch. Was denn da? Ich bin verrückt angerannt. Müsste ja gern. Ist auf jeden Fall was Großes, so wie das aushält. Ja, irgendein Boss. Der heißt Keaton. Pass auf, von hinten. Ach, da geht es. Hallo Keaton. Hallo Keaton. So, Keaton ist tot. Verreckt. So. Ist da wieder große eindeutig. Ja. Aber bloß ein Schläger. Ja. Vorsicht! Von seitlich. Oh, ich hab den schon. Ich kümmere mich um vorne, du um seitlich dann. So, der Sahi. So. Kann ich jetzt irgendwie mein Ding modifizieren? Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Wissen. Wir sind echt sau stark. Und alle Dumpter verkaufe ich. Aber die sind irgendwie stärker wie irgendwas, ne? Was ich da hab, wahrscheinlich schon. Hier noch solch zu scheiße und das nehmen wir dann mal ab. Das ist wurscht. Ja, ich will erstmal reparieren. Nein. Nicht reparieren, das will ich reparieren. So, jetzt kann ich mich auch abtreten. Das sieht nämlich nicht mal so schlecht. So. That must be the ferry station. Bitte mit uns Insassen. Was machst du eigentlich? Totrampeln, siehst du es nicht? Na dann. Will ich nichts gesagt haben. Ah!
bleib endlich liegen. Verstation nach sowieso. Wahrscheinlich können wir dann nicht mal zwischen den Inseln schnell reisen. Das wäre natürlich aufgeschissen. Psst. Well shit! Look what wandered in from the jungle! Ach, ich mag Fängnis, Leute. Die sind total nett und so. Ja, beim ersten Teil hast du da dann endlich mal anständig Schusswaffen gekriegt. Hope you didn't come here to stir up some shit. Okay, dann gehen wir mal in den Strong survive, and everyone else. Hey fellas, you don't mind if I pass through here, do you? No, we don't care. As long as you pay us what we want, you can do whatever the fuck you want. I should have known. What do you want? Everything you're carrying, money, weapons, ammo, supplies, all of it. Now hand it over. See, we were having a polite conversation and you bastards had to go and fuck it up. Fine. We'll just kill you and then take your shit. Makes no difference to me. Kill him!